MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, wir sind hier auf unserem Team, was ihr schon kennt. Und ihr seht vielleicht auch an der Bank, wir haben noch nicht mal ein Fitness-Team da sitzen. Ich bin schon jetzt dabei, den Verein auszuräumen, beziehungsweise, ja, es läuft schon, ist schon alles gelistet etc. Und jetzt wollen wir nochmal schnell ein Spielchen mit dem Team machen. Und dann wird, denke ich mal, in der nächsten, spätestens übernächsten Episode das erste Teambuilding von unserer neuen Ära kommen. Also jetzt erstmal ausräumen und dann wieder was Schönes Neues bauen. Damit wir dann auch mal wieder was Frisches spielen. Ja, aber wie gesagt, jetzt machen wir erstmal ein Spielchen mit dem Team. Und dann gucken wir mal. Heute gab es ja mal zwei Coop-Folgen, also Koop, hier Season-Modus. Ja, wie gesagt, EA war down und ja, da konnte ich nicht aufnehmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, spielen wir mal ein bisschen Koop. Hat aber Spaß gemacht, also auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe früher ganz oft mal mit einem Kollegen Ultimate Team auch zu zweit gespielt. Sehr häufig sogar. Und ja, das hat immer so Bock gemacht und das hat mich jetzt heute so ein bisschen wieder daran erinnert, also es macht wirklich Spaß. Und wenn ihr so ein bisschen Interesse daran habt, auch mal so ein Koop-Spiel zu sehen, dann würde ich das vielleicht machen, dass ich ab und an mal so ein Koop-Spiel mit einem Abonnenten bringe, also immer verschiedene, nicht halt immer den gleichen, das sollte klar sein. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig, aber natürlich nur, wenn das Interesse besteht. Wenn ihr nur Ultimate Team sehen wollt, passt das auch, dann spiele ich mal ab und an nebenbei ein Koop-Spiel. Mit irgendwelchen Jungs aus dem Forum. Das sollte auch kein Ding sein. Das mit dem Spiel jetzt suchen, das könnte ein bisschen problematisch werden. Ich lade gerade, ja, sozusagen in zwei Tabs zwei verschiedene Videos hoch. Weil das Ding ist, das eine Video ist das lange, was für morgen dann geplant ist. Und das andere Video ist das Team of the Week Vorstellungsvideo. Wenn ich das jetzt dranhängen würde, dass es danach hochlädt, dann wäre es halt erst morgen oben. Deswegen muss ich die nebeneinander hochladen. Und ja, da könnte es jetzt vielleicht ein bisschen zu Problemen kommen, hier einen Gegner zu finden. Das wäre jetzt natürlich relativ ärgerlich. Ich hoffe mal, ich finde einen. Also ich habe das schon mal gemacht, aufgenommen, während ich zwei Videos hochgeladen habe. Da hat es auch geklappt. Ich hoffe mal, es klappt jetzt auch. Sonst wäre das ein bisschen Abfuck. Weil das Problem ist, wir haben 16.51 Uhr und ich muss um, ja, ich würde mal sagen, 6:30 rum fahre ich weg. Muss ich weg und bis dahin muss das Video aufgenommen und gerendert sein. Ich muss das nämlich auch in die Upload-Liste noch hinzufügen, weil ich heute gar nicht mehr nach Hause komme. Und ja, ihr wollt ja die ganzen Videos natürlich haben. Ja, ja, ist aber jetzt kein Gegner hier drinne. Ich glaube, ich gehe da mal raus. Ich glaube, da wird nichts weiter gehen. Na komm, bitte, gib jetzt hier einen Gegner her. Ah, ich habe jetzt echt keinen Bock. Es dauert auch immer eine Stunde, bis er das hier annimmt. Ich drücke die ganze Zeit Start. Er macht das immer erst so spät. Ah, jetzt finden wir einen, komm hier. Searching for opponent. Ich weiß auch noch gar nicht, wie wir das mit dem Team hier machen. Ich denke mal, das Team bleibt komplett so bestehen, nur halt mit Ibra vorne drinne. Weil das Team gefällt mir halt wirklich gut. Ich kann irgendwie auf keiner Position sagen, ja, da hätte ich jetzt gerne Verbesserung. Also kann ich echt überhaupt nicht sagen. Das Team ist richtig, richtig nice. Wenn es halt einfach möglich wäre, Thiago Silva da mal reinzupacken, dann würde ich den vielleicht noch reinpacken, aber das ist, da muss ich dann andere Positionen auch mit umändern und das will ich einfach nicht. Und deswegen kommt Thiago Silva einfach in ein zweites Team und ja, mal gucken, wen wir daneben stellen können. Thiago Silva, vielleicht Ramos daneben, damit wir auch mal wieder ein bisschen was mit dem Spaniern machen. Ich hatte ja in der ersten Spanier-Testphase nicht so ganz das Glück mit den Jungs, beziehungsweise ich kam nicht ganz so klar. Scheiße, wie es aussieht, muss ich das Video abbrechen. Es kotzt mich schon ein bisschen an. Ja, vielleicht mache ich dann einen Cut, bis ich jetzt wen finde. Jo, ich mache jetzt einfach mal einen Cut, ne? So, und da sind wir auch schon wieder. Wir haben einen Gegner gefunden und er hat ein Serie A-Team mit Jovinko, Sau, wie heißt er nochmal?
Er hat ein ziemlich perverses Tor. Insigne oder sowas in die Richtung. Callejon. Suniga ist das, glaube ich. Dann haben wir noch De Jong. Zapata. Wer ist er nochmal? Der andere Innenverteidiger. Der Rechtsverteidiger ist De Ciglio. Und Torwart weiß ich jetzt gerade nicht. Jo, Linksverteidiger ist wahrscheinlich gerade bei ihm verletzt. Deswegen steht da einfach mal ein random Spieler drinne. So, ja, dann starten wir das Ding jetzt mal und machen dann mal das. Was ist jetzt los? Hoffentlich kein Quitt oder sowas. Warum auch immer er jetzt quitten sollte, aber das wäre jetzt natürlich ärgerlich. Vielleicht will er jetzt auch. Ach so, vielleicht ist das irgendwie sein Fitness-Team. Nee. Ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass er vielleicht noch irgendwas Heftiges einwechselt. So. Dann gucken wir mal, wie das jetzt hier so läuft. Verbindung war übrigens grün, durchgehend. Ich habe extra gewartet, weil ich hatte ja die Aufnahme eh pausiert, also war es im Prinzip egal, wann es dann endlich mal losgeht. So, hier haben wir Lukas durchgeschickt. Lukas pusht sich gut. Bringen wir die Flanke rein, da hinten kommt Lavezzi. Und De Rossi hat... Ja, gut. Wie lucky jetzt hier, also naja... Über das Tor kann ich mich kaum freuen. Ich mache es nämlich richtig schlecht mit De Rossi. Ich muss den Ball erst annehmen mit De Rossi, damit er auch einen schönen Schuss raushaut. Aber ich habe einfach geschossen, ohne dass er den Ball richtig angenommen hatte. Und ja, daher freue ich mich jetzt auch nicht unbedingt über das Tor. Weil er dann durch Luck einfach nur zu Cavani kam, der das Ding dann reinfackelt. Warum auch immer, ich hatte eigentlich nur ganz locker gedrückt auf Kreis, das dann reinschiebt. So, Ball durchlassen. Na gut, er wollte dann ein bisschen hier über sich seppen. Und ja, hier kriegt der Gegner einen Einwurf. Schade. Ich habe ja schon wieder richtig Bock auf Trade to Glory, ne, mit K. Ich habe schon wieder ein bisschen Bock drauf. Ich glaube, wir machen das dann doch wieder mit so Non-Rare-Teams, weil es ist schon mal ganz geil, wenn wir hier dann wirklich immer die heftigen Teams spielen, wenn wir dann ab und an auch mal mit so ein bisschen unterwertigen Teams spielen. Unterwertigen Teams. Hört sich auch ein bisschen sehr gay an. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Nicht so hochwertigen Teams. So, da ist die Sau. Da ist die Sau. Die Sau ist nämlich auch schnell, aber die Sau spielt einen schlechten Pass. Und hier laufen sich Yaya Touré und Kompany einfach mal selber über die Füße, aber ist ja kein Ding. Lassen wir den Gegner lieber mal... Ach, Amero ist das, glaube ich, auch sein Mittelfeldspieler. Genau, nicht Zuniga. Ja, ich verwechsel die immer ein bisschen. Zuniga ist, glaube ich, non-rare. So, sind halt beides Kolumbianer und sehen beide irgendwie auch ziemlich ähnlich aus. Müssen wir erstmal hier wegkommen. Ja, so könnte man es machen, De Rossi. Das war jetzt nicht die schlechteste Entscheidung. Und dann macht den Insigne einfach mal das 1:1. Aber das ist auch okay. Also jetzt ohne Scheiß. Er freut sich auch darüber. Ist okay. Ich meine, er hat jetzt zwar keine Chancen, aber unser Tor war halt auch ziemlich lächerlich. Deswegen passt das jetzt, dass er hier das 1:1 macht. Und ich mache halt... Ja, ich schieb das nicht auf De Rossi. Es war halt mein Fail. Ich habe den in der falschen Länge rausgebracht und deswegen... So, aber dann machen wir jetzt mal weiter hier. Klischee. Ah, war jetzt nichts, aber Cavani arbeitet natürlich nach hinten mit seinen High-High-Work-Rates. So, Cavani jetzt weiter hier über die Außen auf Klischee und irgendwer startet da rein und auf den will ich jetzt eine Flanke bringen. Lavezzi war's. Oh, hier gefährlich von seinem Keeper. Wenn da in der Mitte wer von mir steht, dann könnte das eklig werden für ihn. Ja, Sau müssen wir natürlich aufpassen hier vorne. Insigne ist, glaube ich, nicht ganz so schnell. Ist schnell, aber nicht jetzt so krass schnell wie hier Sau. Den müssen wir haben. Also gegen Jovinko. Allgemein müssten wir fast alle Kopfball-Duelle gewinnen in der Mitte. Weil er hat nur Insigne, der sehr klein ist, Jovinko, der noch kleiner ist. Und Sau ist, glaube ich, ein bisschen größer, aber auch nicht so kopfballstark. So, Klischee natürlich. Dann gibt es einen Einwurf für den Gegner. Ja, jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren, ey. Ich bin schon wieder im Kopf woanders. Ich bin schon bei heute Abend. Ja, da macht er hier einen guten Move, aber der darf nicht reingehen. Geht auch nicht rein. Aber Insigne scheint einen schönen Schuss zu haben. Ich will eigentlich nicht... Hier, das macht er gut. Kurzes Tempo-Dribbling. Zieht dann vorbei. Ja, der Schuss ist eigentlich im Prinzip nicht gefährlich. Aber er kam ganz gut. Und auch so, dass er jetzt eine Ecke bekommen hat. Lavezzi, da wollte ich den Ball nicht abspielen. Ich habe vorne keinen gesehen. Obwohl da ja wer steht. Cavani nämlich.
Und jetzt, komm, push dich. Ja, ich weiß nicht, was er genau da macht. Jetzt verliert er dadurch auch den Ball. Und jetzt schön durchgesteckt und jetzt wieder durch auf Cavani. Aber, der kommt nicht gut. Die Giglio ist davor. Aber den haben wir. Ja, sehr schön. Ich wusste es, aber Cavani packt sich natürlich den Ball. Welcher Fußballspieler macht das in dieser Situation nicht, wenn man natürlich weiß, dass man komplett aus dem Abseits kommt? Meine Fresse, ey. Das sind auch so Logikdinge in FIFA. Hier zieht er wieder mit Insigne. Also der scheint doch gar nicht mal so langsam zu sein, wenn so ein Klischee mit 88 Pace, glaube ich, da nicht hinterherkommt. Scheint auch sein Lieblingsspieler zu sein. Wenn er mit dem am Ball ist, dann will er sich nicht so gerne trennen. So, Fackel hier. So, jetzt vor... es leckt. Ja, aber er bringt ihn trotzdem genau dahin, wo er hin sollte. Und jetzt Cavani. Opa, was war denn das? Auf jeden Fall ist es jetzt ein Eckball. Der Schuss war ein bisschen sehr crazy. So sollte der nicht ausgeführt werden. Kommt gut auf Chiellini und der macht das Ding rein. Sehr schön. 2:1. Weiter geht hier die Party. Ich wollte gegen ihn übrigens erst nicht weiter drücken, weil wegen dem Trikot, aber im Endeffekt geht es. Es ist aber trotzdem nicht der Hammer. Mir war auch klar, wo ich die Trikots gesehen habe, dass das schwarze Hosen sind. Aber das Gute ist halt noch, dass wir weiße Hosen haben. Aber ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe es lieber, wenn komplett unterschiedliche Trikots der Fall sind, zum Beispiel weiß und schwarz. Oder halt irgendwas Pinkes oder so in schwarz. Boah, er kommt hier aber zu leicht an den Ball. Das ärgert mich ein bisschen, ich verteidige ziemlich mies. Auch wenn er wirklich nicht schlecht ist. Also ich bin jetzt ehrlich, wo ich das Team gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das wird ein leichtes. Allerdings spielt er wirklich nicht schlecht. Er macht vorne ein paar gute Tempo-Dribblings und hinten steht er jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Jetzt haut er gerade ab hier drüben. Ja, jetzt geht er natürlich ins Aus. Wenn die Leute mal auf ihrer Position bleiben. Ich weiß nicht, warum die immer da vorne rumhampeln. Ich müsste einfach warten, ich weiß, aber... ja, ich bin dann immer zu ungeduldig. Aber einfach auf der Position bleiben und dann passt das. Rossi hier ganz schön, aber gibt leider Einwurf für den Gegner. Oder? Nee, Einwurf für uns, okay. So, dann mal nach hinten und wieder De Rossi nach vorne. Abate hier hinten ist jetzt richtig eklig. Mit den Trikots plus Schatten. Also das Stadion ist richtig scheiße. Ist wahrscheinlich auch nur mein Stadion. Nee, da ich das noch in keinem Spiel hatte, so ein Stadion hier, denke ich mal nicht, dass es mein Stadion ist. Und jetzt hier drüber, Cavani, schade. Gehen wir erstmal über die Außen mit Cavani ein wenig. Jetzt läuft er mit drei Leuten hinter mir her. So, bringen wir die Flanke. Lavezzi natürlich. Und das Ding ist im Aus. Ich habe es nicht gesehen, weil der Name über dem Torhüter stand. So, wieder eine Ecke. Ach komm hier, ich mach's jetzt mal ein bisschen weiter raus, damit der Torwart nicht rausholt. Chiellini schon wieder. Ich dachte erst, De Rossi ist es. So, jetzt würde ich gerne erstmal das 3:1 machen. Ich hätte ja gesagt, in dem Video reden wir mal ein bisschen, aber wie gesagt, der Gegner ist nicht der schlechteste. Und ich habe jetzt keinen Bock, ein Tor gegen ihn zu fangen. Dass das dann wieder so eine spannende Geschichte wird. Schön von Lavezzi, hier macht der Gegner einen Fehler. Ziehen wir in die Mitte. Schade, ich dachte, er nimmt hinten den Spieler, aber er hat schön gleichmäßig beide Spieler auf mich draufgezogen. Und ja, das hat er gut gemacht. Schön von Marchisio. So, Lavezzi, Cavani startet zu früh raus, aber Klischee und den kriegen wir jetzt durch. Kriegen wir nicht, weil Zapata da steht. Zapata. So. Ja, ich sollte lieber ein bisschen normal spielen. Mit Lavezzi zum Beispiel hätte ich einfach auf Cavani durchstecken können, aber hab's nicht gemacht. Und hier holt er schön den Ball mit Callejon. Aber Yaya Touré, weil er den Ball nicht abgeben will. Und hier bei Cavani fuckt mich manchmal ab, dass er einfach nicht durchstartet. Dass er zu früh durchstartet. Nicht, dass er durchstartet. Dass er nicht mal ein bisschen wartet, bis er den Ball vielleicht bekommen könnte. Sondern immer gleich in die Spitze rennt. Mongo-mäßig. So, jetzt aber mal durch auf Lukas. Sind wir hier durch? Lukas. Ziehen wir nach innen. Wollten wir. Haben wir aber nicht. Beziehungsweise haben wir schon. Aber in den Gegner rein. Insigne. Da will er das Ding drüber bringen. Wahrscheinlich zu Sau. So, Lavezzi, da steht wieder, er hat hier immer, De Jong steht richtig gut immer, der hat ein gutes Positioning, der deckt immer den Weg zu Cavani ab. Ja, jetzt im Endeffekt wäre vielleicht ein 3:1 auch verdient gewesen, wenn ich mal meine Chancen gemacht hätte. Allerdings geht es jetzt mit dem 2:1 weiter und das heißt, kein Türchen fangen und am besten mal eins schießen. So, geht's mal weiter.
Oh, ich bin auch alles am Überlegen, was ich für ein Team baue. Weil morgen geht es ja dann schon wieder los, dass ich ein Team bauen muss. Im Prinzip muss. Cavani. Und Cavani macht das 3 zu 1. Sehr schön. Ja, morgen muss ich ja dann das Teamchen bauen. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, an diesem Tag baue ich das. Habe ich das Team schon gebaut oder bin dabei, es zu bauen oder was weiß ich. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was ich bauen soll. Ich habe ja überlegt, ich wollte ja schon länger das Ronaldo-Team machen. Aber irgendwie, oh, wo bleibt denn, ich meine, wir sind hier voll, oh, hoppa. Scheiße, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, das war ziemlich dreckig von mir. Wenn wir jetzt schon Ronaldo-Team bauen, am besten noch mit Ibrahimovic, was ich ja vorhab hatte. Alter, wo bleibt denn dann aber noch, ja, die Steigerung? Dann haben wir wirklich alles gespielt. Dann haben wir Messi gespielt, dann haben wir Ronaldo gespielt, dann haben wir Ibrahimovic gespielt. Ja, was es halt so gibt an teuren Spielern in FIFA. Und ja, natürlich kann man dann immer nochmal neue Teams bauen, aber im Endeffekt bleiben die Spieler ja dann doch die gleichen, weil man will ja schon immer die besten Teams bauen. Und ja, das wäre dann... Was ist das? Ich wollte in der Mitte mit Lukas sowas Richtung Fallrückzieher machen. Das wäre dann natürlich Ronaldo, Ibra, Thiago Silva, Kompany, Chiellini, sowas würde man dann halt in den meisten Teams sehen, also nichts Neues. Ja, das Ding ist halt nur, wir haben jetzt ja schon wirklich sehr viele Spieler gespielt. Das heißt, es fehlt ja im Prinzip nur noch Ronaldo. Hm, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ronaldo wird natürlich kommen, das ist obvious. Also ich denke mal, er wird immer noch ziemlich abgehen. Vor allem jetzt in FIFA 14 mit seinem Körper, mit seinem Pace. Passt halt alles zusammen. Oh, ich dachte, wo er den hier auf der Brust angenommen hat, dass er wirklich was in Richtung Fallrückzieher macht. Ich habe wieder die Tricktaste gedrückt. Mache ich in letzter Zeit ziemlich häufig, weil echt geile Dinger teilweise bei rumkommen. Habe ich früher schon häufig gemacht, aber jetzt hier in FIFA 14 mache ich es eigentlich nur noch. Ja, bin ich nur noch am Rumdrücken auf der Taste. So, jetzt hier durchgesteckt auf dem Louis. Ja, ah, hat er gewusst. Entweder hat er es gewusst oder er hat es nicht gewusst. Jetzt hier Lukas weiter. Lukas. Ah, jetzt wollte ich gerade mit dem Berber reinziehen. So, wo war ich denn jetzt überhaupt? Ich habe schon wieder verpeilt. Irgendwas habe ich gerade angesprochen. Ach genau, wir waren bei Ronaldo und was wir eventuell für ein Team bauen oder auch nicht bauen. Ball durchlassen, Lavezzi, sehr schön gemacht. Aber Domizzi oder sowas in die Richtung steht dazwischen. Na, könnt ihr euch einigen? Rossi hier und Abate irgendwie nicht so ganz. Und im Endeffekt ist Amero dann doch am Ball. Schön von Cavani. Ah, Heel to Heel war dann eins zu viel. Ja, ich weiß wie gesagt nicht, was wir für ein Team bauen. Das erste, was aber mal bei mir passieren muss, ist, dass ich Ibra zurückhole. Ibra muss halt... Oh, stimmt, steht ja immer noch 3-1. Also ich sollte mich echt mal ein bisschen konzentrieren. Ich habe jetzt keinen Bock, dass das noch was Enges wird. Momentan, ja, gehe ich das relativ locker an hier. Aber wenn dann hier das 3-2 fällt, dann ist es ganz schnell mal rum. Das ist das Ball durchlassen in FIFA 14. Ist echt ein bisschen zum Kotzen. Ja, das war ein riesiger Fail von mir. Ich wollte choppen, aber ich habe vergessen, X mitzudrücken. Was wollte ich sagen? Ach genau, das Wichtigste für mich ist erstmal, dass Ibra wiederkommt, weil Ibra war einfach nur so geil und ich will ihn einfach wieder haben. Und ja, deswegen muss Ibra natürlich kommen. Ich denke mal, ich werde morgen mal, wenn alles verkauft ist, werden hier auf dem Account vielleicht so 1 Million sein. Und jetzt mal Longshot, Cavani. Opa, Fackel, schönes Ding. Wird hier, denke ich mal, 1 Million oder so auf dem Account sein mit dem Team, so 1,3 Millionen. Dann werde ich, denke ich mal, vom anderen Account nochmal so 1-2 Millionen rüberschieben. Dass wir hier so auf dem Account mal so 2 Millionen oder so zur Verfügung haben. Den Rest benutze ich natürlich dann immer weiter zum Traden. Vielleicht mache ich auch 3 Millionen rüber, ich weiß es noch nicht genau, ehrlich gesagt. Wow, hier wurde es dann nochmal knapp. Ich dachte, Joe Hart hat den ganz easy. Aber anscheinend nicht. Ich weiß noch nicht genau. Ich mache ein bisschen was rüber, dass wir auf jeden Fall genug haben. So, hier macht er ein bisschen zu viel rumgetribbelt und dann ist der Ball halt auch weg. Wenn man halt alles auf der Stelle rumtribbelt, dann bringt das einen halt nicht so ganz weiter. So, De Rossi auf Lukas. Ja, ziehen wir mal ein bisschen. Oder ziehen wir auch nicht. Quitt jetzt oder was? Also ich glaube jetzt nicht, dass der Gegner quittet, aber ich glaube, obwohl... Vielleicht ist er angepisst. Nee, glaube ich jetzt mal nicht. Aber ich sag mal so, ich bin noch im Internet drinne, aber es ist auf jeden Fall ein Quitt und ich hoffe mal nicht von mir.
Was natürlich auch sein könnte. Ja, ich glaube jetzt irgendwie schon von mir. Weil wenn es vom Gegner ist, dann kommt man meistens sofort in dieses Menü. Ja, es war bei mir. Na super, wunderschön. Danke EA für diese Niederlage. Ich würde mal sagen, wir hätten das Spiel definitiv gewonnen. Aber was willst du machen? Wir haben hier leider Gottes eine Niederlage. Ja, gehen wir nochmal kurz rein. Ja, bringt eigentlich auch nichts. Also, ach so, die EA-Server sind momentan nicht verfügbar. Also liegt es anscheinend nicht an meinem Internet, sondern es liegt an Ultimate Team. Trotzdem werde ich wahrscheinlich die Niederlage aufgeschrieben bekommen haben. Naja, was willst du machen? So ist es. Wir hätten das Spiel im Prinzip gewonnen. Und naja. Ja, das ist jetzt das Abendvideo, genau. Und morgen, wie gesagt, seht ihr dann wahrscheinlich wieder Gameplay und Teambuilding, sowas in die Richtung. Wenn ihr es euch bis mittags schon gewünscht habt, dass ihr Coop sehen wollt oder Co-op, dann mache ich vielleicht davon auch noch ein Video. Mal gucken, ich weiß es noch nicht genau. Und ja, das wäre es jetzt aber eigentlich gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.